Willkommen zum zweiten Teil des Lernvideos zu konduktometrischen Titrationen. Es gilt auch das, was schon bei Teil 1 gesagt wurde. Das Ganze richtet sich an Laborpersonal, zum Beispiel Chemielaborantinnen oder Chemielaboranten oder CTAs, gerne in Ausbildung. Ich baue aber darauf, dass Sie schon ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen, und zwar zum chemischen Rechnen, zum Auswerten von Titrationen. Schwache Säuren und Basen sollten Sie kennen und insbesondere spezifische Leitfähigkeiten, molare Leitfähigkeiten, Grenzleitfähigkeiten von Ionen. Das Ganze ist relativ unterrichtsähnlich gemacht. Das heißt, es gibt ein Arbeitsblatt, das finden Sie bei www.laborberufe.de im Ordner C3CL, also Chemielaboranten, drittes Lehrjahr. Und das hat den Titel Leitfähigkeitstitration oder konduktometrische Titration. Und zu den Abschnitten 1 und 2 gibt es schon ein Lernvideo. Und jetzt dieses Lernvideo hier, dieser Teil, der ist für die Abschnitte 3 bis 6. Also am besten, Sie drucken sich dieses Arbeitsblatt aus, weil Sie müssen da auch noch Sachen ergänzen drauf, Lückentexte ausfüllen und so weiter. Im Abschnitt 3 wollen wir uns um Titrationskurven schwacher Basen mit starken Säuren kümmern. Und da steht ja auch eine Aufgabenstellung. Ergänzen Sie den Lückentext zur Titration von Natriumacetat mit Salzsäure rechts mit den richtigen Begriffen, Symbolen und Zahlenwerten. Beschriften Sie die dargestellten Verläufe sinnvoll. Und hier sehen Sie also das Diagramm und hier die Gesamtleitfähigkeit. Und Sie sollen diesen Verläufen jeweils die passende Ionenart zuordnen. Ich habe Ihnen hier die molaren Grenzleitfähigkeiten aufgeschrieben der relevanten Ionen, damit Sie da eine Hilfestellung haben. Schauen Sie also, dass Sie bitte das selber alles lösen, also auch die Reaktionsgleichung hinschreiben, hier passende Begriffe oder Symbole finden und den Lückentext ergänzen. Drücken Sie also jetzt bitte auf Pause und versuchen Sie, diesen ganzen Lückentext alleine zu lösen. Für die Reaktionsgleichung können wir aufschreiben, Natriumacetat reagiert mit Salzsäure zu undissoziierter Essigsäure, also molekular gelöst, und dem Salz Natriumchlorid. So, schon von Beginn an enthält die Vorlage Natriumionen. Vernachlässigt man die Volumenzunahme durch Zutropfen von Maßlösung, so ist deren Konzentration und damit auch deren Leitfähigkeit konstant. Das ist also ja schon zu Beginn enthalten. Da kommt keins mehr dazu und das Natrium schaut ja bei der Reaktion nur zu, das wird ja nicht verbraucht. Deswegen ist eben die Leitfähigkeit als konstant anzusehen und dann kann man auch schon eindeutig zuordnen, das hier ist Natrium, weil das ist das Einzige, was hier konstant bleibt. Hat keine so hohe Leitfähigkeit, deswegen ist hier die Gerade relativ weit unten auf diesem Diagramm, hat eine Leitfähigkeit von 50 Siemens mal Quadratzentimeter durch Mol. So, mit jedem Tropfen Maßlösung gelangen H3O plus und Cl minus Ionen in die Vorlage. Die Chloridionen bleiben erhalten, sodass die Konzentration und deren Leitfähigkeit von Beginn an ständig kontinuierlich zunimmt. Also mit jedem Tropfen Salzsäure, was ich dazugebe, nimmt ja die Chloridkonzentration in der Lösung zu. Die werden ja nicht verbraucht, die kommen einfach nur hinzu und bleiben bestehen. Und vom ersten Tropfen an nimmt also deren Leitfähigkeit zu, kontinuierlich. Und dann kann man auch eindeutig schon erkennen, das muss diese durchgezogene Linie sein, das Chlorid, die eben die Leitfähigkeit nimmt hier kontinuierlich zu. Da die zugetropften H3O plus Ionen sofort mit den Acetat-Ionen reagieren, nimmt ihr Gehalt erst ab dem Äquivalenzpunkt zu. Also ich tropfe zwar zu Beginn auch schon H3O plus hinzu zur Lösung, aber die H3O plus Ionen, die hier drin sind, die reagieren sofort mit den Acetat-Ionen unter Bildung von Essigsäure. Deswegen nimmt deren Gehalt nicht zu, solange noch Acetat-Ionen in der Lösung vorhanden sind. Erst ab dem Äquivalenzpunkt fängt die H3O plus Konzentration in der Lösung an zu steigen, weil dann gibt es eben kein Acetat mehr, was damit reagieren kann, und dann bleiben die H3O plus Ionen bestehen. Und dann sieht man also auch eindeutig, dass diese Kurve hier ist. Den linken Ast dieser Kurve, der H3O plus Ionen, den sieht man nicht, weil der liegt auf der X-Achse. Das ist also praktisch 0,
die Leitfähigkeit bis zum Äquivalenzpunkt und erst danach steigt es an, aber ziemlich stark, weil H3O Plus natürlich eine ziemlich hohe molare Leitfähigkeit hat. Steht jetzt ja auch da. Die hohe molare Leitfähigkeit dieser Ionensorte sorgt für den starken Anstieg der Kurve und den Knick nach oben. Das sieht man also hier, dass das einen starken Knick nach oben gibt, was die Gesamtleitfähigkeit angeht. Das hier ist die Gesamtleitfähigkeit Kappa. Oder kann man einfach schreiben Gesamtleitfähigkeit. Die Gesamtleitfähigkeit. So, die nimmt also ganz stark zu ab dem Äquivalenzpunkt wegen den H3O plus Ionen. Auch der linke Ast ist leicht steigend. Sehen wir ja hier. Hintergrund ist, dass die Acetationen durch die Protonierung neutralisiert werden, sodass deren Leitfähigkeit ständig abnimmt. Das klingt jetzt für sich, wenn man den nächsten Satz noch nicht gelesen hat, etwas widersprüchlich. Aber es ist tatsächlich so, dass die Acetatleitfähigkeit hier, dies ist die gepunktete Linie, tatsächlich zu Beginn eben abnimmt. Ist ja auch klar, weil wenn ich Acetationen in der Lösung drin habe und ich gebe HCl dazu, dann werden diese Acetationen protoniert und werden zur undissoziierten neutralen Essigsäure. Und deswegen nimmt die Acetatkonzentration eben ab und die Leitfähigkeit nimmt ab. Die Abnahme ist aber relativ flach und auch die Kurve ist relativ flach hier angesiedelt, nicht so weit oben, weil Acetat ist so ein relativ großes Ion, CH3COO-, das hat eine relativ geringe Ionenbeweglichkeit und entsprechend ist auch die molare Leitfähigkeit, also hier die molare Grenzleitfähigkeit, relativ niedrig. So, und die Acetationen, Konzentration und Leitfähigkeit nimmt eben ab. So, warum kommt es aber hier zu einer Zunahme dann, wenn doch die Acetat-Ionenkonzentration abnimmt? Das ist jetzt im letzten Satz beschrieben. Da aber die molare Leitfähigkeit der mit jedem Tropfen hinzukommenden Chloridionen, muss hier stehen, größer ist, nimmt die Leitfähigkeit auch hier zu. Also es überwiegt hier tatsächlich, sehen Sie auch von den Steigungen her, die Zunahme der Chloridleitfähigkeit, die ist nämlich stärker ausgeprägt als die Abnahme der Acetatleitfähigkeit. Und insgesamt aus diesen beiden hier resultiert halt ein leichter Anstieg bis zum Äquivalenzpunkt. Und dann geht es eben steil bergauf. So, weil also letzten Endes, die Chloridionen sind eben leitfähiger als die Acetationen. Und deswegen überwiegt eben die Leitfähigkeitszunahme gegenüber der Abnahme von Acetat. Im nächsten Abschnitt geht es um die Praxis der konduktometrischen Titration und darum, wie man diesen Äquivalenzpunkt erkennt, wenn man nur einzelne Punkte hat. Lesen Sie sich also bitte das erstmal durch, alleine, bevor wir das gemeinsam nachbesprechen. In der Praxis misst man nämlich normalerweise nicht die Leitfähigkeit zu jedem Zeitpunkt oder nach jedem Tropfen Maßlösungszugabe, sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten oder nur nach bestimmten Volumen, die man dazu gegeben hat. So hat man dann eben einzelne Wertepaare mit der Leitfähigkeit und die trägt man eben auf gegen das Volumen an Maßlösung, was man aufgetragen hat. So, und jetzt aufpassen. Jetzt geht es ja darum, hier den Knick zu bestimmen. Und oberflächlich betrachtet könnte man sagen, kein Problem, der Knick ist doch hier. Aber nein, da ist der Knick nicht. Sie müssen den Knick extrapolieren, das heißt, Sie müssen eine Gerade durchlegen und hier eine Gerade durchlegen durch die beiden Äste und schauen, wo sich die beiden Geraden schneiden und genau dort ist der Äquivalenzpunkt. Also es ist nicht der Knick über diese Punkte hinweg, sondern der Knick ergibt sich als Schnittpunkt durch die Geraden, die Sie hier, so Näherungsgeraden, die Sie durchlegen. Und genau das sollen Sie bei der Aufgabe machen, steht ja auch da. Also eine konduktometrische Analyse liefert folgendes Schaubild. Und hier bestimmen Sie den Äquivalenzpunkt am Diagramm und rechnerisch mit folgenden Daten. Also hier machen Sie das eben, wie ich Ihnen gesagt habe, dass Sie einfach ein Lineal nehmen und halt die beiden
Näherungsgeraden einzeichnen für den rechten und den linken Ast. Und da, wo sich die beiden Geraden schneiden, dort ist dann der Äquivalenzpunkt. Den können Sie dann eben hier auf der X-Achse ablesen. Das wäre die grafische Ermittlung. So, und die rechnerische Ermittlung ist auch möglich, wenn Sie die Geradengleichungen haben. Und ich habe Ihnen hier anhand von diesem Diagramm auch die Geradengleichungen rausgeschrieben. Der linke Ast hier, das ist hier eine fallende Gerade. Das ist die Näherungsgerade, die hier durchgeht, hat nämlich die Steigung minus 1,15 und einen y-Achsenabschnitt von 35,40. So, der rechte Ast, das ist hier eine steigende Gerade, die hat die Steigung 3,80 und den y-Achsenabschnitt von minus 18,50. Sieht man ja auch, wenn man das verlängert auf die y-Achse, dass das irgendwo im negativen Bereich die Achse schneidet. So, und das, was Sie hier grafisch dann gemacht haben und extrapoliert haben, diesen Äquivalenzpunkt, den können Sie eben auch rechnerisch bestimmen, indem Sie die beiden Geradengleichungen, einmal die hier und einmal die hier, gleichsetzen und dann nach x auflösen. Hier habe ich Ihnen extra Platz gelassen. Also gucken Sie, dass Sie hier rechnerisch auf das gleiche Ergebnis kommen, wie Sie hier eben grafisch auch ermittelt haben. Drücken Sie jetzt also bitte auf Pause und bestimmen Sie sowohl grafisch als auch rechnerisch den Äquivalenzpunkt. So, wenn man hier die beiden Näherungsgeraden eben einzeichnet und guckt, wo die sich schneiden, dann sieht man, die schneiden sich eben nicht da, wo man vielleicht oberflächlich vorher gemeint hat, dass der Knick ist, sondern die schneiden sich eben hier zwischen 10 und 12, man kann sagen, circa bei 11 Milliliter ist dann der Schnittpunkt grafisch ermittelt. So, rechnerisch kann man das machen, indem man die beiden Geradengleichungen gleichsetzt. Die Geradengleichung ist ja einfach Steigung mal x plus dem y-Achsenabschnitt. Ich habe jetzt hier einmal den linken Ast genommen, minus 1,15 mal x plus 35,40. Und der rechte Ast, da hat die Näherungsgerade die Steigung 3,80x gehabt, also mal x, minus 18,50 war der y-Achsenabschnitt. Und jetzt habe ich dann einfach diesen Wert für x auf die andere Seite genommen. Dann folgt daraus dann 4,95x, wenn ich das hier auf die Seite bringe und da dazu rechne. Und diese minus 18,50, die habe ich auch auf die andere Seite gebracht. Also 35,40 plus 18,50. Dann komme ich eben zu diesem Term hier. Und wenn ich das nach x auflöse, kommt ca. 10,88 raus, also ca. 10,9 Milliliter raus, 10,8 Periode 8. Gerundet eben 10,9 Milliliter. Dort liegt also der Schnittpunkt und das trifft ja auch unsere Erwartungen durch die Grafik hier. Die nächste Teilaufgabe lautet ja, muss das Konduktometer vor der Bestimmung kalibriert werden? Und das kann man auch relativ eindeutig beantworten. Und zwar, nein, muss es nicht, weil es geht uns zwar um den Verlauf der Leitfähigkeiten, das haben wir interpretiert und wir haben geschaut auf der X-Achse, wo der Knickpunkt ist oder wo der Umschlagpunkt ist. Die absoluten Werte aber, die spielen überhaupt keine Rolle. Wir lassen ja nicht in unsere Berechnungen dann nachher bei der Titration irgendwie Kappa einfließen oder so, sondern das diente nur dazu, eben diesen Schnittpunkt rauszukriegen. Und ob jetzt hier bei dem einen Konduktometer der Verlauf so ist oder ob der ein bisschen steiler ist, wenn ich mit dem gleichen Konduktometer auch den anderen Ast messe, dann komme ich immer zu demselben Schnittpunkt. Also es muss nicht kalibriert werden, zwangsläufig das Konduktometer. Genauso wenig wie pH-Meter kalibriert werden müssen, bevor man sie bei der Säure-Base-Titration zur Äquivalenzpunktbestimmung einsetzt. Da muss man auch nicht unbedingt kalibrieren vorher. Wir können also aufschreiben, nein, da Absolutwerte für Kappa nicht in die Berechnung einfließen. Und ich habe hier, da noch ein bisschen Platz war, hier noch eine kleine Anmerkung aufgeschrieben. Für die Auswertung der Titration ist nur die Lage des Schnittpunkts auf der Volumenachse, also der X-Achse, relevant. Wo genau hier der Schnittpunkt liegt, das werden wir gleich nachher bei der Titration berücksichtigen müssen. Wie hoch der Schnittpunkt liegt, ob er weiter unten ist beim einen Konduktometer oder beim anderen liegt er ein bisschen weiter oben, je nachdem, wie es kalibriert ist,
Das spielt überhaupt keine Rolle, solange eben der Schnittpunkt auf der X-Achse sozusagen an derselben Stelle liegt. Die konduktometrische Titration hat gegenüber der normalen Säure-Base-Titration, zum Beispiel mit Hilfe eines Säure-Base-Indikators, zwei entscheidende Vorteile. Ein Vorteil ist der, dass man den Umschlagpunkt nicht genau treffen muss. Wenn Sie eine Säure-Base-Titration machen mit einem Farbindikator, dann müssen Sie höllisch aufpassen, dass Sie ganz exakt den Umschlagpunkt treffen, um das Volumen abzulesen. Hier ist es relativ egal. Hier braucht man nur einige Punkte vor dem Umschlagpunkt, einige Punkte nach dem Umschlagpunkt. Der Umschlagpunkt selbst, der kann nämlich dann extrapoliert werden. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil, der ist jetzt in Abschnitt Nummer 5 beschrieben. Und zwar kann eine solche Leitfähigkeitstitration auch für eine Simultanbestimmung genutzt werden. Man kann nämlich ein Gemisch einer schwachen und einer starken Säure gleichzeitig titrieren und beide getrennt voneinander erfassen. Das geht mit einer einfachen Säure-Base-Titration nicht. Lesen Sie sich also bitte kurz diese einleitenden Sätze durch und schauen Sie sich mal dieses Diagramm an, dieser steile Abfall zu Beginn, dann hier die allmähliche Zunahme und dann hier die starke Zunahme wieder ab dem zweiten Punkt. Und ich glaube, Sie können, wenn Sie vorher aufgepasst haben, bei den letzten Abschnitten selber den Kurvenverlauf schon jetzt großteils erklären. Also jetzt gerade auf Pause drücken und sich ein bisschen damit beschäftigen, wie dieser Kurvenverlauf zustande kommt. Also dieser starke Abfall zeigt natürlich, dass hier H3O plus eben vernichtet werden. Also hier werden sehr leitfähige Ionen entfernt und durch weniger leitfähige ersetzt. Was nämlich stattfindet vom ersten Tropfen bis zum ersten Umschlagpunkt, ist, dass erstmal die starke Säure umgesetzt wird mit der Base. Und bei dieser Umsetzung wird eben das H3O plus entfernt und durch zum Beispiel eine andere Ionensorte, wie zum Beispiel Natrium, ersetzt. Da die aber deutlich weniger leitfähig sind, nimmt eben die Leitfähigkeit ab. So, den ersten Umschlagpunkt aufpassen, den muss man wieder extrapolieren, dass man hier nicht den Knick hier irgendwie wählt, sondern der Umschlagpunkt liegt wirklich am Schnittpunkt dieser beiden Näherungsgeraden. Also bei uns bei ca. 13 Milliliter. So, bis zu dem Punkt hier von 0 bis 13 Milliliter wird die starke Säure neutralisiert und das ist das Volumen, was man braucht für die Berechnung, um den Gehalt zu berechnen der starken Säure. Ab dem Moment bis zu dem zweiten Umschlagpunkt hier wird jetzt die schwache Säure als nächstes umgesetzt. Und den Verlauf hier, diese leichte Zunahme und die starke Zunahme ab dem Äquivalenzpunkt 2, das haben wir schon vorher in Abschnitt 2 erklärt, wie das zustande kommt. Da gucken Sie also nochmal kurz nach, wie das dort war. Also auf jeden Fall hier dieser zweite Äquivalenzpunkt, der liegt bei ca. 27 Milliliter. Und die Differenz aus diesen beiden, aus den 13 Millilitern und den 27 Millilitern, also hier die Differenz, das wäre ja bei uns 14 Milliliter. Das ist das Volumen an Maßlösung, was benötigt wird zur Umsetzung der schwachen Säure. Dass man das also nicht vergisst, dass die ersten 13 Milliliter für die starke Säure vorbehalten waren und nur die Differenz ist wichtig dann für die Gehaltsberechnung der schwachen Säure. Sie können also hier auf die in den freien Zeilen Folgendes eintragen. Zu Beginn wird das besonders leitfähige H3O plus der starken Säure neutralisiert, da es durch eine deutlich schlechter leitfähige Ionensorte, zum Beispiel Natrium plus, ersetzt wird, nimmt Kappa ab. Also Kappa meint eben die Leitfähigkeit. Am Ep1, also am Äquivalenzpunkt 1, ist die Neutralisation der starken Säure gerade abgeschlossen. Es schließt sich die Umsetzung der schwachen Säure an. Kurvenverlauf ab hier, Doppelpunkt, siehe Abschnitt 2. Am Ep2 ist die Reaktion gerade abgeschlossen.
Ich würde noch aufschreiben, also hier Delta V 14 Milliliter, Verbrauch für schwache Säure. Und diese 13 Milliliter, das war der Verbrauch an Maßlösung für die starke Säure. Das sind die beiden Volumina, die man eben braucht, um die Titration dann auszuwerten. So, im Abschnitt 6 zum Schluss wollen wir uns ganz kurz noch beschäftigen mit einem anderen Titrationstyp, weil die Konduktometrie, die beschränkt sich nicht nur auf Säure-Base-Reaktionen. Ich habe Ihnen jetzt hier folgendes Beispiel mitgebracht. Auch bei anderen Titrationstypen kann die Äquivalenzpunktbestimmung konduktometrisch erfolgen. Bei der argentometrischen Chloridbestimmung in NaCl mit Silbernitrat als Maßreagenz kommt man zu dem Diagramm rechts. Also hier hat man eine Lösung gehabt, eine natriumchloridhaltige Probe und hat da eben Silbernitrat als Maßreagenz dazugegeben. Und das ist eben die Gesamtleitfähigkeit hier. Und Ihre Aufgabe ist jetzt folgende, also Beispiel einer Fällungstitration, formulieren Sie die Reaktionsgleichung für diese Reaktion, dann ordnen Sie den dargestellten Leitfähigkeiten das jeweils zugrunde liegende Ion und den Begriff gemessene Leitfähigkeit begründet zu und schreiben Sie einen erklärenden Text zur Gesamtleitfähigkeit. Also gerade auf Pause drücken und versuchen Sie das hier alles selber zu beantworten. Ich habe Ihnen als kleine Hilfestellung auch die Grenzleitfähigkeiten bei unendlicher Verdünnung aufgeschrieben, also die molaren Grenzleitfähigkeiten in Siemens mal Quadratzentimeter geteilt durch Mol. Als Reaktionsgleichung können wir uns aufschreiben, Natriumchlorid reagiert mit Silbernitrat zu Silberchlorid, das fällt aus, und Natriumnitrat. Schon von Beginn an ist Natrium enthalten. Und es bleibt auch wieder konstant, das heißt, das ist definitiv das Natrium. Und ich gebe ja eben Silbernitrat dazu. Das Silber, was ich dazu gebe, aber das reagiert schlagartig ab, das kommt gar nicht zum Tragen, weil das sofort mit dem Chlorid, was enthalten ist, eben einen Silberchloridniederschlag bildet. Erst ab dem Äquivalenzpunkt beginnt die Silberkonzentration zu steigen. Also sozusagen, das hier ist das Silber, dieser Strich, Punkt, diese Gerade hier. Und zu Beginn läuft die eben auf der X-Achse. Die sieht man also nicht, weil eben zu Beginn die Silberionenkonzentration in der Lösung praktisch null ist, weil ständig das sofort ausfällt. Die Nitratkonzentration, die fängt ja von Beginn an, beginnt die zu steigen mit dem ersten Tropfen und mit dem Nitrat passiert ja nichts. Es wird einfach dazugegeben. Und das ist also definitiv hier diese Ionensorte des Nitrat, wo die Leitfähigkeit kontinuierlich zunimmt. Und was natürlich auch von Beginn an abnimmt, mit jedem Tropfen, was ich dazugebe, ist eben die Konzentration an Chlorid. Die nimmt ja immer weiter ab, weil ja das als Silberchlorid ausfällt. Und bis zum Äquivalenzpunkt, dann ist es hier null. Und ab da läuft es dann auf der X-Achse weiter, ist also quasi ständig dann null weiter. So, und die Gesamtleitfähigkeit, das, was man letzten Endes messen kann mit der Elektrode, kann man nur die Gesamtleitfähigkeit messen. Das ist hier dargestellt. Und Sie sehen nahezu waagrecht der Verlauf und dann eben der Knick nach oben. Nachdem wir jetzt die ganze Theorie behandelt haben zu konduktometrischen Titrationen, brauchen Sie einfach jetzt noch ein bisschen Übung. Und ich habe Ihnen sehr viele Übungsaufgaben bereitgestellt, hier im Ordner C3CL unter www.laborberufe.de. Da können Sie also gerade die entsprechenden Dokumente aufmachen. Das sind zwei Dateien. Die eine heißt Prüfungsvorbereitung zur Elektrochemie, und zwar der Abschnitt 7, Konduktometrie und Leitfähigkeitstitrationen. Da finden Sie viele Aufgaben. Und auch es gibt noch ein weiteres Aufgabenblatt mit dem Titel Weitere Aufgaben zur Konduktometrie und zu konduktometrischen Titrationen. In diesen beiden Dokumenten finden Sie auch die Musterlösungen jeweils, und zwar immer auf den allerletzten Seiten in dieser Datei.